meine Lieben. Ganz egal, ob als traditionelles Buch aus Papier oder inzwischen auch immer öfter einfach als E-Book. Ohne Krimi, fast wie ein alten Schlager, gehe ich nie ins Bett. Es ist einfach spannend zum Abschalten, ein bisschen, ja, eintauchen in ein normales oder auch surreales Leben. Einfach mal ganz was anderes wie sonst bei der Arbeit. Wobei, in vielen, gerade guten Krimis, begegnen einem auch die Höhen, vor allem aber auch die Abgründe, die zum Leben oft dazugehören. Und manchmal, ganz selten, entdeckt man auch Spuren des Glaubens, die man selbst als gewitzter Detektiv dort nicht vermutet hätte. Bei einem Buch ist es mir so gegangen, der Autor würde sich selber dezidiert niemals als besonders christlich oder gar kirchlich bezeichnen. Im Gegenteil. Aber ich habe bei Ihnen eine Geschichte entdeckt, die mir gerade jetzt in der Osterzeit zu denken gegeben hat. Von diesem ganz spannenden Stück Kriminalliteratur und von dem, was es mir bedeutet und gesagt hat, werde ich erzählen bei den Gottesdiensten jetzt zum kommenden Sonntag. Bereits am Samstag um 19 Uhr in der Heiligkreuzer Pfarrkirche und am Sonntag um 11.30 Uhr in Feichten. Der letzte Gottesdienst wird da wieder live übertragen im Regionalfernsehen Oberbayern und auf unserem YouTube-Kanal. Alle sind herzlich eingeladen, mit uns zu feiern. Und seid gespannt drauf, wo man als Detektiv des lieben Gottes überall in der Welt auch seine Spuren entdecken kann, sogar dort, wo man es nicht vermutet. Euch allen heute schon einen schönen und einen gesegneten Sonntag.